Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Story of Seasons, A Wonderful Life. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann die letzte Folge jetzt erschienen ist. Ich muss sagen, ich habe gerade etwas zu tun. Also, wir sind auf jeden Fall im Winter angekommen und ich habe leider, nähert sich jetzt das Jahr dem Ende zu, wir sind schon im Dezember fast und naja, ich sag mal so, ich habe nicht mehr so viel Zeit, viel aufzunehmen, was ein bisschen schade ist. Und ich muss definitiv hier hinten gießen, wenn ich das richtig sehe. Und ich habe auch nicht so viel Energie. Ich hoffe ja, meine Früchte hier, die wachsen hier im Winter auch alle. So, wir gießen einfach mal jetzt hier durch. Nehmen das komische Ding hier hinten noch mit. Das ist alles nicht... Das kann ich alles noch nicht... Das kann ich alles noch nicht wirklich ernten. Ich bin gespannt, was uns hier noch erwartet in dem Spiel. So, ich kann aber auf jeden Fall meine Kuh melken. Oh ne, die ist schwanger, ne? Die kann ich nicht melken. Mist. Das heißt, ich kann aber mein Schäfchen schoren. Es gibt mir auf jeden Fall, wenn ich das richtig gesehen habe, jetzt ein bisschen goldene Wolle. Es gibt mir auf jeden Fall ein bisschen goldene Wolle. Das heißt, ein bisschen Geld ist auf jeden Fall drin. Aber meine andere Kuh ist halt, wie gesagt, wieder schwanger. Ein paar Eierchen könnte ich auch noch gebrauchen. Sehr schön. Dann schmeißen wir das auf jeden Fall mal alles hier rein. Die gibt nämlich 6000. Und ich glaube, wir müssen unsere Tiere noch füttern. Ja. Also ich brauche hier 2, 3, 4. 4 mal Futter. Okay. Das kriegt man hin. Ja, dir geht's gut. Ich weiß aber noch gar nicht, was wir heute alles noch so machen werden. Wie gesagt, gießen muss ich auf jeden Fall. Bäume kann ich, glaube ich, gerade keine schütteln. Ich müsste ja eigentlich auch noch gießen, ne? Das kostet halt alles... So viel Energie, habe ich überhaupt irgendwas drin? Ja, Karotten habe ich ja drin. Okay. Ich könnte natürlich jetzt hier auch noch mal ein bisschen gießen. Ist natürlich jetzt gleich wieder die Gießkanne leer. Schade, schade, schade. Aber vielleicht komme ich ja trotzdem hier durch, dass ich das alles komplett gießen kann. Ich weiß nicht, ob es im Winter regnet. So, jetzt sind wir aber hier auf jeden Fall, was das Feld angeht, durch und müssen mal schauen, ob wir vielleicht neue Blumen bekommen, die wir verkaufen können. Die können wir dann sammeln und die kriegt dann was, ne? Ich glaube, was heißt da. Es gibt wahrscheinlich auch wieder neue Rezepte hier hinten bei den Kobolden. Und normalerweise, dadurch, dass jetzt Winter ist, müsste ja auch wieder der Yeti da sein. Ja. Unser Yeti ist wieder da. Sehr schön. Na, mein Guter. Ja, alles gut, alles gut. Kommen wir essen mal. Ich weiß auch gar nicht, was genau wir zu erledigen haben. So, komm, erzähl mal. Na, sag mal, darf ich dir was beibringen? Es macht auch Spaß, versprochen. Ich weiß nämlich ein neues Rezept. Ich habe ein paar Menschen darüber reden gehört. Banorangenmarmelade habe ich gelernt. Alles klar. Marmelade, Banorangenmarmelade. Das heißt wahrscheinlich aus Bananen. Ich weiß gar nicht, im Winter gibt es da hier irgendwo was. Unser Freund mag, glaube ich, auch. Der Yeti, der mag, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, mag der Fisch.
Eine Hochsam. Ne, Moment, ich muss mal schauen. Das ist eine Wildblume, die kommt auf jeden Fall mit hierher. Ich glaube, Samen müsste ich eigentlich noch genug haben für den Winter. Winter. Okay, ich habe noch einiges. Ich glaube, Karotten wachsen ja auch im Winter. Wenn wir jetzt in die Stadt gehen, verstreicht natürlich die Zeit. Wie gesagt, an Milch komme ich leider nicht ran im Winter. Also komme ich doch schon ran, aber meine Kuh ist ja gerade ein bisschen schwanger, ne? Die Omi ist verstorben. Ist immer noch schade, dass die verstorben ist. Finde ich gar nicht so cool. Aber ansonsten wachsen hier auch keine Blumen weiter. Wir haben neue Aufgaben, die wir erledigen können. Müssen wir mal schauen, was wir machen müssen. Eine Karotte und Eiersalat. Okay, eine Karotte und Eiersalat sollte ich ja theoretisch gesehen. Eine Karotte und Eiersalat sollte ich ja theoretisch gesehen hinbekommen. Muss ich mal schauen, wie ich Eiersalat mache. Bräuchte ich vielleicht sogar noch ein Ei. Meine Hühnchen wollen gerade nicht so, oder? Komm. Gib mir vielleicht noch ein Ei. Okay, es ist zumindest... Zumindest ein Ei habe ich bekommen. Da ist noch ein Ei, sehr schön. Komm, nimm das mit. Ja, dann die... Hab ich zwei Eier. Vielleicht kann ich aus zwei Eiern einen Eiersalat machen. Eine Karotte müsste ich theoretisch gesehen noch im Kühlschrank haben. Muss mal schauen. Ich muss... steht Lumina da vorne. Ja, eine Karotte habe ich noch. Das packe ich mal alles hier rein und dann schaue ich mal, ob ich Eiersalat machen kann. Schnelles Eingelegtes, da brauche ich so ein komisches anderes Ding. Eiersalat kriege ich hin. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall ein Ei, eine Tomate und so ein Ding noch. Und dann kriege ich Eiersalat raus. Ja. Möchte das gerne zubereiten, dass wir die Aufgaben abgeschlossen bekommen. So, wer wollte den Eiersalat? Müssen wir ganz kurz schauen. Du wolltest eine Karotte und der wollte Eiersalat. Okay. Ich weiß, wo ich euch finde. Den einen haben wir, glaube ich, gerade gesehen. Wir könnten mit Vini noch quatschen, dass er uns vielleicht ein bisschen was kreuzt. Machen wir später nochmal schauen. Du bist doch gerade hier rumgerannt. Das ist deine Frau. Hallo, Süße. Ich brauche aber ihn. Genau, dich brauche ich. Na Silke, was kann ich für dich tun? Ich bin wegen des Auftrags hier. Schau mal, du möchtest Eiersalat. Den überreiche ich dir natürlich. Was bekomme ich dann von dir? Bitte gib mir was Gutes. Donnerwetter, das ist toll. Die Arbeit im Gasthaus hat mich in letzter Zeit ziemlich geschlaucht. Es ist also wirklich nett, dass du mir aushilfst. Ach ja, deine Belohnung hier. Nimm sie. Apfelsamen, ne? Okay, die kann ich verkaufen. Lou und ich wissen deine Hilfe zu schätzen. Ich hoffe, wir können bald wieder darauf zurückgreifen. Okay. Die haben wir. Da müssen wir mal schauen. Oh, da unten gibt es Blumen. Sehr schön. Mal zu ihm schon gehen können. Aber ich glaube, da ist es noch... Ah, der ist noch am Schlafen. Alles klar. Aber hier unten sehe ich... Hier unten sehe ich ein paar... Passionsblumen. Die sind, glaube ich, auch neu. Da haben wir noch keine, weil die haben wir, glaube ich, alle verkauft oder so. Ich muss auch sagen, wie gesagt, es geht jetzt langsam auf den Dezember zu. Ich würde dann halt auch leider immer nur Sonntag eine Folge veröffentlichen. Tut mir wirklich leid, aber ich schaffe es halt zeitlich nicht. Ja, na Süßer? Nicht der beste Moment zum Blaubeeren, aber tu, was du nicht lassen kannst. Ich habe mich schon immer gefragt, wie es wohl wäre, Winterschlaf zu halten. Ah,
Hier, schau mal, ich habe deine Karotte. Was willst du denn? Ja, hier, komm, ich habe deinen Auftrag. Du kriegst deine Karotte. Vielleicht hilft sie dir ja. Uiuiui, endlich kann ich mit meinen Experimenten vorankommen. Oh, ja, ich darf dir das zurückgeben, weil wir das Geschäft abgeschlossen haben. Traubensamen. Sehr schön. Wenn ich weitere Sachen brauche für Experimente, dann melde ich mich bei dir. Alles klar. Kannst du gerne tun. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts weiter, was wir heute noch tun können. Wie gesagt, meine Kuh kann ich ja nicht melken, weil die schwanger ist. Die gibt natürlich am Anfang so Babymilch, ne? Die ich für meine kleine Kuh dann brauche. Bisschen schade. Wir schauen mal, was haben wir denn hier drin? 8000 Gold, sehr gut. Gold ist immerhin besser als nichts, ne? So, was gibt's dafür? 80 und 90. Das sind immerhin knappe 7000, die wir haben. Da braucht man kein eingelegtes Gemüse, brauche ich ja. Da bekomme ich einen Wecker. Ich weiß zwar nicht, was ich mit dem Wecker dann machen kann. Ah, passt schon. Okay, das wächst alles vor sich hin hier, aber hier müsste ich eigentlich auch noch mal gießen, ne? Ich habe ja noch ein bisschen Energie. Muss mich da aber natürlich reinteilen, dass ich nicht wieder umkippe. Ich meine, wenn das alles wächst, ist es in Ordnung. So, gegossen habe ich. Gleich nochmal die Gießkanne auffüllen. So, und dann mein Tierchen. Ja, euch geht's gut, ich weiß. Ich würde aber gerne noch vielleicht das eine oder andere Ei haben zum Verkaufen. Ah ja, habt heute nichts mehr für mich, ne? Doch, ein Ei haben wir noch. Ah, die habe ich, glaube ich, schon alle hochgeschmissen. Oh, nee, doch, du hast auch noch ein Ei für mich. Sehr gut. Könnt ihr natürlich aufheben, um vielleicht irgendwann nochmal Eiersalat zu machen oder so. Oder vielleicht irgendeine Suppe, die mir hilft, Energie zu gewinnen. Ich pack die mal rein, dann habe ich nämlich 3 Eier. Hier habe ich sogar noch ein bisschen einen Fisch. Warte mal, ich werde versuchen, dem Yeti mal einen Fisch zu geben. Hallo, Lumina. Sieht jetzt eher aus wie so ein verdettertes Mütterchen. Eigentlich ein bisschen schade, finde ich. Weil sie hat mir eigentlich mit langen Haaren definitiv ein bisschen besser gefallen. Aber ist egal. So, ich hoffe doch mal, unser Yeti... Ja, unser Yeti ist noch da. Schleppt der irgendwas durch die Gegend? Ne, hier, schau mal, guck mal. Ich hab da einen Fisch für dich. Nein! Hast du den jetzt gefuttert? Bist du doof? Ach Mann, jetzt muss ich nochmal einen Fisch fangen hier für den extra. Boah, naja gut. Sollte nicht das Problem sein, wir haben hier einen See und... Ah komm, beiß an. Ich möchte gerne den Fisch verschenken. Oh, ein Forellenbärschlein. Ja, das ist... So, wo ist er denn jetzt hin? Hey, Yeti, da ist er. Na komm, hier zeigen. Ja, du darfst das haben. Mofa, Mofa? Ja, nimm nur. Mofa. Danke. Gib mir vielleicht auch irgendwas. Okay, du hast nicht so Bock, mir irgendwas zu geben, ne? Aber vielleicht freue ich mich ja irgendwann mit dir an und dann schauen wir mal, wie spät haben wir es denn? 16:16. Ach, hier, die Kleine ist auch unterwegs. Ich hoffe mal, ich kriege dann irgendwann dieses eingelegte Gemüse, wenn ich diese komischen Pflanzen habe. Da brauche ich aber, glaube ich, diese grünen Karotten für, ne? Bin ich mir halt nicht so sicher, ob ich die habe. Ich werde auch die Tiere erstmal wieder in den Stall lassen. Nicht, dass ich das vergesse und die vielleicht krank werden oder sowas. Das muss nicht sein. Weil es wird ja auch schon langsam dunkel jetzt. Dann haben wir unseren ersten Wintertag halt schon geschafft. Ja, Bäume gibt's nicht.
hier ist auch nichts weiter, was, wo ich sage, das kann ich ernten, das braucht alles noch, das braucht alles noch. Ah, schade, schade, schade. Und kaufen kann ich, glaube ich, auch nicht. Ich muss mal schauen, wie viel Geld ich jetzt habe mittlerweile. Ich wollte ja eigentlich auf diesen komischen Schuppen da sparen. In 90.000 habe ich ja, dauert gar nicht so lange, ne? In 90.000, also ich könnte mir, wie gesagt, hier den Samenfertiger für 30 und den Düngerfertiger. Stallupgrade wäre auch eine Möglichkeit, Geflügelstallupgrade. Aber ich möchte eigentlich diesen Verarbeitungsraum haben, damit ich dann Käse und sowas herstellen kann. Okay, 17 Uhr, wir gehen nochmal mit Winnie quatschen. Na mein Guter, Halli, Halli, Hallöchen. Rat mal, was passiert, wenn du mir eine Steckbeere und Tokaro gibst. Ja, ich werde was Neues für dich zum Anbauen finden. Okay, ja, komm, wir können nochmal Feldfrüchte kreuzen. Ja, Erdbeeren und Karotten. Kommt da irgendwas raus? Ja, du Rotten, ja, bitte komm. Weiß ich jetzt nicht genau, wo die wächst oder wann die wächst. Jetzt habe ich es andersrum gemacht. Was, das ist jetzt nichts weiter und dann sind die Samen weg oder was? Machen wir es nochmal so rum. Okay. Herbst bis Frühling. Herbst bis Winter, Herbst bis Frühling. Herbst, Frühling bis Herbst. Herbst bis Frühling. Obwohl, doch, könnte ich ja eigentlich anbauen, wenn da steht Herbst bis Frühling. Das heißt, es wächst auch im Winter. Alles klar. Gut, dann machen wir das, wenn wir ein bisschen was ernten können. Aber ansonsten können wir jetzt hier nicht wirklich noch irgendwas machen, ne? Wir könnten theoretisch gesehen noch ein bisschen angeln. Aber ob ich dann halt die Fische brauche, weiß ich nicht. Es gibt wahrscheinlich im Winter auch den einen oder anderen Fisch, den wir vielleicht sogar für einen Auftrag brauchen. Da müssen wir halt dann mal schauen, wo wir wieder angeln. Komm schon, beiß an, beiß an, beiß an. Müsste ich an jeder Stelle mal... Oh, pui, 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 sitzt auch da. Der braucht auf jeden Fall wieder Geld. Wagasagilein habe ich hier geangelt. Ja. Komm, wir spenden dir erstmal wieder 100 Münzen. Vielleicht kommst du ja irgendwann auf deine... grüß dich. Ich brauche Geld. Ja, komm, hier hast du 100. Der Klingelbeutel müsste ja irgendwann mal gefüllt sein, ne? Silke, mit so viel Klingeling wird Pus größer Traum bald wahr. Danke, dass du deinen Klingelbeutel geöffnet hast. Mein Traum tanzt mir ein Stück näher. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, du kommst bald wieder. Und so nah und doch so fern die Kokosnussinsel. Ja. Du und deine Kokosnussinsel. Ich hoffe, du nimmst nicht dann mit. Wäre sonst ein bisschen blöd, ne? Wenn er mich nicht mitnehmen würde. Aber okay. Gut, 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 gut. Und wie gesagt, also die Folgen werden jetzt immer nur sonntags erscheinen. Mittwochs werde ich nicht schaffen, da noch eine Folge aufzunehmen. Ich will ja, dass er auch nicht täglich, aber meistens dann euren Stuff bekommt hier, ne? Und im Dezember ist sowieso alles total, total banal, ne? Weil Dezember ist halt Zeit für die Familie und alles und Weihnachten und ja, da ist halt die Sache mit der Zeit. Also ich glaube, das geht jedem so. Aber wir starten dann auf jeden Fall wieder im Januar richtig durch. Aber hab keine Angst, es wird trotzdem das ein oder andere Video kommen, denke ich mal. Vor allen Dingen auch Super Mario Bros. Wonder wird weitergehen, definitiv. Also, mal mehr, mal weniger, je nachdem. Ich möchte auf jeden Fall täglich ein Video mindestens bringen. Also, das ist auf jeden Fall Fakt, dass ich das machen muss. Und meine Fische kann ich ja hier draußen eigentlich auch in den Kühlschrank packen. Miau! Ich habe sogar 3 Fische gehabt. Ja, die kommen alle hier rein. Kann ich dann später irgendwann verkaufen? Ich hoffe mal, ihr habt jetzt noch nicht so viel gemumpelt. Ja gut, da brauche ich einmal noch was. Einmal wurde hier schon was gegessen, deswegen kann das noch da hinein. Ja, du hast auch noch gegessen. Ja, du kriegst aber vielleicht bald dein Kälbchen.
Ich hoffe ja mal, dass es eine Kuh ist, damit ich hier halt weitere Milch bekomme, wenn ich dann mir wirklich mal irgendwann meinen Schuppen dann mir leisten kann. Wie gesagt, ich brauche halt noch 50.000. Das ist halt noch relativ viel. So, ich glaube, ernten kann ich ja nichts. Das wächst halt alles so schön vor sich hin. Naja, das ist definitiv noch nicht so weit, ja. Ich könnte aber jetzt auf jeden Fall meine restliche Energie nutzen, um hier zu gießen. Weil dann habe ich morgen nicht so viel zu tun. Okay, komm, einmal gießen geht noch, ne? So, jetzt ist Schluss. Mehr kann ich nicht machen. Ich habe meine komplette Energie aufgebraucht. Wir gucken nochmal hier rein, ob wir hier vielleicht ein bisschen Vogelfutter reinmachen. So. Dann ist das auf jeden Fall auch voll. Wir können schlafen gehen. Sehen uns im nächsten Part von Story of Seasons A Wonderful Life wieder. Ich gehe schlafen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Dann geht's weiter und ich bin schon gespannt. Oh, Schatzi, können wir uns gerne unterhalten? Ja, machen wir im nächsten Part. Bis dahin, macht's gut, euer Basti. Tschüssi.